Corona, 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 du bist jetzt für alles der Grund. Was ist, Willi? Immer noch nicht positiv? Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Der Willi, der muss einen positiven Corona-Test haben, wegen dem Geld. Weil der Willi auf Arbeit ist ja der Einzige, also der ist ja der Einzige, der nicht geimpft ist. Also er ist der Einzige, der nicht geimpft ist. Und die anderen sind alle geimpft, weil sie vor Corona geschützt sein wollten. Und jetzt sind von diesen Corona-geschützten, Geimpften, welche an Corona erkrankt, weil sie geschützt sind. Und jedenfalls, also sie sind geschützt gewesen vor Corona, bis der Willi kam, weil der nicht geschützt war. Und weil er nicht geschützt war, hat er die Geschützten angesteckt. Aber jetzt hat er gar nichts. Bis jetzt hat er nur einen negativen Corona-Test und keine Symptome, weil er ist ja gesund und hat gar nichts. Aber wenn er das ist, so wie jetzt, ne? Also wenn er krank, wenn er gesund ist und negativ getestet, dann kriegt er ja kein Geld. Dann kriegt er kein Geld, dann ist er in Quarantäne. Das ist die Strafe. Wenn er aber jetzt krank wird, also irgendwie so einen positiven Test kriegt, also die müssen nachher den irgendwie nochmal ins Klo halten oder ich weiß nicht wohin, also wenn er diesen positiven Test hat, dann kriegt er Krankengeld, weil dann ist er ja krank. Aber leider ist er nicht krank, er ist puppenlustig. Ich habe das Ganze nicht so richtig verstanden. Ich habe dann mal Willis Mutter gefragt. Willis Mutter hat gesagt, das ist ganz richtig so, dass er jetzt bestraft wird von seinem Chef, weil er ist ein Querulant. Früher war er nicht so querulant, aber seitdem er mich kennt, ist er ein ganz schlimmer Querulant und er will sich einfach nicht impfen lassen. Und wenn er sich nicht impfen lässt, dann muss er schon sehen, was er davon hat. Dann kriegt er nämlich Corona. Oder auch nicht. Also Corona kriegt er jedenfalls nicht, weil er hat ja kein Corona. Er möchte ja gern Corona haben, damit er sein Geld bekommt, aber er kriegt einfach kein Corona. Aber jedenfalls hat Willis Mutter gesagt, wenn er sich schön impfen lässt, dann ist er vor Corona geschützt. Und wenn er nicht vor Corona geschützt ist, wenn er geimpft ist, dann macht das auch nichts, weil will er dann in Quarantäne... Ach nee, dann muss er ja gar nicht in Quarantäne. Also ist er nicht geschützt und wird vielleicht krank, aber jedenfalls muss er dann nicht mehr in Quarantäne. Also erstmal, man weiß ja nicht, wie sich das wieder ändert. Ne? Bei den Beamten ist es ja genau andersrum. Also beim Willi ist es so, wenn der Willi jetzt negativ getestet ist und also gesund ist, ne? Weil er hat ja nichts, er ist ja puppenlustig. Also er hat nichts, aber in seinem Büro sind die Geimpften alle krank. Und wenn die jetzt alle krank sind und sowieso nicht auf Arbeit und der Willi kann ja auch nicht kommen, weil er muss jetzt ja in Quarantäne sein, weil er ja nicht geimpft ist. Wenn er aber jetzt, wie gesagt, immer noch einfach nicht krank werden will und immer negativ getestet ist, dann kriegt er kein Geld, weil er in Quarantäne ist. Wenn er aber jetzt positiv getestet ist und krank ist, kriegt er Geld. Bei den Beamten ist es so, die kriegen, wenn sie in Quarantäne gehen, ihr Geld weiter, aber nur, wenn sie negativ und ohne Symptome sind. Also sie sind nicht geimpft, haben keine Symptome und sind auch nicht krank und haben einen negativen Test. Und dann kriegen sie ihr Geld weiter. Wenn sie positiv getestet werden, kriegen sie ihr Geld nicht weiter. Aber der Willi, der kriegt dann Krankengeld. Ich weiß gar nicht, kriegen die Beamten kein Krankengeld? Ich verstehe es nicht. Also muss man auch alles gar nicht wirklich verstehen. Aber Willis Mutter hat gesagt, das ist ganz richtig so. Und sein Chef hat das auch gesagt. Willi ist ein Querulant und muss sich jetzt impfen lassen. Und ob ihm das nicht reicht, dass er nicht mehr ins Restaurant, ins Café und ins Konzert kann. Der Willi hat gesagt, mit diesen Leuten will er sowieso nicht zusammensitzen, aber der Willi ist sowieso manchmal so ein fiese Möb. Ja, mit der Mutter wollte ich auch nicht weiter diskutieren, weil die ist immer so, die sagt dann, oh, ich kriege einen Herzinfarkt. Und ich meine, wenn sie den dann wirklich kriegt, dann bin ich noch ein Oma-Mörder und ich will kein Oma-Mörder sein. Der Willi sagt, wenn sie einen Herzinfarkt kriegt, dann kriegt sie halt einen, in dem Alter ist sowieso schon egal, kann sie sich auch impfen lassen. Aber naja, man redet ja ansonsten mit der Wand. Ja. Also ich, ne? Ich habe ja wieder meine Maske auf hier, ne? Ist ein bisschen festgebappt. Ich weiß nicht, ob ich die jemals wieder runterkriege, wie bei manchen Leuten ja auch, ne? Kriegen die ihre Maske jemals mal vom Gesicht wieder runter? Die haben die ja immer auf. Und wenn du denen erklären willst, dass sie, wenn sie die Maske draußen aufhaben, das auch bedeutet, dass sie in der Wohnung die Maske immer brauchen, weil sonst dürften sie ja nie lüften. Wenn sie lüften, gehen ja ihre ganzen Keime nach draußen und die gefährlichen Keime, die sie draußen dadurch abgehalten haben, dass sie die Maske auf hatten, die kommen dann ja rein durchs Fenster. Ist das nicht total verrückt? Die kommen dann durchs Fenster rein, diese Keime machen sie krank. Und die haben dann die ganze Zeit die Maske aufgehabt, drinnen und draußen und überall und sind geimpft und geschützt und dann kriegen sie Corona. Und dann muss der Willi wieder in Quarantäne. Und wie oft kann der in Quarantäne kommen? Das fragt man sich. Vielleicht kann er ja durchgängig in Quarantäne sein, braucht er zwischendurch gar nicht raus. Ja, also ist das jedenfalls, aber wie gesagt, das ist alles richtig so. Das haben die sich ja überlegt und das ist ja auch Wissenschaft. Und von Wissenschaft haben wir normalen Leute ja auch keine Ahnung. Woher denn auch? Wissenschaft schafft Wissen, aber das Wissen, das erzählen sie nicht weiter. Das ist ganz geheim, das ist alles ganz geheim. Also wieso man jetzt Corona bekommt oder kein Corona bekommt und was Corona überhaupt ist und auch das Virus, das sie angeblich, der Strick hat das ja angeblich alles in seinem Kühlschrank. Ne? Warum rückt er das nicht raus? Wenn ich 1 Million dafür kriegen würde, dass ich irgendwas Altes aus meinem Kühlschrank rausrücke, dann würde ich das doch machen. Aber der Strick hat gesagt, nein, macht er nicht, findet er nicht in Ordnung. Was er nicht in Ordnung findet, weiß ich auch nicht, weil dann könnten sie ja forschen. Ne? Nach so ganz tollen Mitteln irgendwie, wie man an Corona wieder gesund werden kann. Ach, die gibt's ja schon. Stimmt, die gibt's ja schon. Aber die darf man nicht benutzen. Also außer in Indien, da kann man sie kaufen. Aber benutzen darf man sie eigentlich nicht, weil da wird man ja wieder gesund. Und da bräuchte man ja vielleicht gar keine Impfung. Und ohne Impfung, wo kommen wir denn dahin? Wenn die Leute sich plötzlich alle nicht impfen lassen. Naja, also langer Rede, kurzer Sinn.
dieser Nagellack ist auch nicht mehr so das Wahre. Das ist auch schon über seinen Zeitpunkt hinweg. Vielleicht kann ich den als Corona verkaufen. Jedenfalls, also ich muss jetzt ein paar Corona-Tests ins Klo schmeißen, um zu gucken, wie wir den Willi nochmal krank kriegen. Das war's, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.